Schönes Ding. Drei Dinger. Nein! Und sterben. Genau. Impact detected. Warum denn? Warum denn? Impact detected! Moin Leute! Willkommen wieder zurück zu BeamNG und das hier ist eine Strecke, die ich gerne meistern möchte. Was aber gar nicht so einfach ist. Denn wir haben hier nämlich Schlaglöcher drin und das Schlaglöcher ausweichen ist relativ schwierig. Wenn ihr euch das ansieht, man hat hier meistens immer das Problem, dass man überall ein Schlagloch hat und dann, wenn man sobald man nur in die Nähe kommt von einem Schlagloch, ist man eigentlich schon komplett K.O. und landet irgendwann komplett im Schlagloch. Und ich möchte aber gerne ganz unten ankommen. Das Problem ist aber, dass die Strecke wirklich relativ lang ist und ganz weiter hinten ist Sand. Deswegen ist es eigentlich meine Idee, nicht so zu enden, sondern tatsächlich mit einem anderen Fahrzeug unten anzukommen. Und dafür habe ich schon einen coolen Plan. Den möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar kann ich mir nämlich hier andere Fahrzeuge holen. Und das Fahrzeug, was ich mir dafür vorstelle, ist eigentlich so ein richtig cooles Formel-1-Fahrzeug. Der ist eigentlich ganz cool und hat auch gute Bodenhaftung. Das Ding ist nur, wenn wir jetzt damit herunterfahren, haben wir damit ebenfalls ein kleines Problemchen. Und zwar, wenn wir nämlich hier an diesen Schlaglöchern so vorbeifahren wollen, müssen wir immer ein gewisses Tempo halten, ne? Und müssen hier auch relativ gut durchkommen. Das ist mit diesem Fahrzeug schon mit am besten, ne? Und ich möchte ja gerne alle Löcher hier meistern, aber das ist gar nicht so einfach, weil... Aua. Das Fahrzeug gar nicht so leicht zu... steuern ist. Okay, es reicht nicht. Oh mein Gott, ich bin so krumm wie eine Banane auf einmal geworden. Was wir aber hier dran ändern müssen, das habe ich schon mal herausgefunden, weil ich schon mal einmal ausprobiert habe. Was man machen kann, um hier besser runterzukommen, ist eigentlich ganz cool. Und zwar, wir gehen nämlich hier auf Umgebung und werden einfach mal die Schwerkraft nochmal ein bisschen so einstellen, dass die ein bisschen komplizierter ist für das Fahrzeug. Und wir werden direkt einen Unterschied bemerken. Und zwar ist der Unterschied, dass wir richtig gut auf einmal lenken können. Wir können richtig gut im Kreis fahren, ohne dass wir anfangen zu driften. Und gucken mal, ob wir jetzt mit diesen Einstellungen besser runterlenken können. Weil eigentlich sollten wir mit mehr Schwerkraft in der Lage sein, besser vor diesen... Oh, vor diesen Löchern auszuweichen. Und es funktioniert! Oh mein Gott, wir haben volle Kontrolle. Guck mal. Oh, oh Gott. Alles gut. Alles... Oh nein, jetzt bin ich da gegen die Wand gefahren. Oh mein Gott, wir haben volle Kontrolle. Okay, mit dieser vollen Kontrolle sollte ich es eigentlich schaffen, jetzt vor allen Löchern auszuweichen, ne? Ich muss einfach nur... oh nö, ich muss nur die Löcher relativ gut hier studieren, wo die liegen. Mein rechtes Rad ist jetzt ein bisschen am Wackeln, aber das Fahrzeug fährt... oh nein! Okay, das fährt jetzt nicht mehr. Oh, tschüss Reifen, ciao! KMH gerade... Mann! Mist, da komme ich nicht lang. Okay, ich glaube, ich brauche mehr Power. Wir gehen jetzt hier in die Mitte. Oh Mann! Voll ins Loch reingefahren. Aha! Jetzt hier ein bisschen nach rechts. Ganz nach rechts. Mist! Greifen Sie doch an. Oh mein Gott. Jetzt hier in der Mitte. Jetzt hier wieder nach rechts. Oh Mist. Jetzt hier rechts fahren. Oh nee, nicht gegen die Wand. Jetzt hier rechts. Ah! Oh Gott. Jetzt geht das Auto in den Turbo-Modus. Nein! Nein! Fahr vorsichtig, da. Fahr vorsichtig. Fahr bloß vorsichtig. Okay. Sei bloß vorsichtig! Jetzt kommt da gleich der Donut. Irgendwann kommt da gleich wieder das Loch. So, da kommt jetzt das Loch irgendwann. Jetzt wieder links. Oh ja, das ist es. Wir bleiben links. Wir bleiben links. Komm schon, da darf jetzt kein Loch kommen. Ah! Ah! Ja! Wow! Oh mein Gott! Oh, hat es lang gedauert. Ich hab's geschafft. Ja, erste Strecke geschafft. Okay, jetzt sind wir tatsächlich wieder an einer neuen Stelle. Und zwar an der zweiten Rampe, die ich eigentlich gerne schaffen wollen würde. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich die machen soll. Weil es ist ein See. Und dieser See ist ganz schön schnell. Und jetzt habe ich einfach mal so einen Supersportwagen genommen. Und wir gucken mal, was passiert, wenn wir da einfach mal reinfahren. Es gibt auch Rampen drin. Oh, okay. Ich glaube, ich muss hier einfach nur so runtergleiten. Oh Gott. Oh Gott, fährt man schnell. Okay, mein Motor ist jetzt schon kaputt. Oh, wie leise es auf einmal geworden ist. Oh, okay. Was ist das? Oh, ich weiß, was es ist. Es ist auf jeden Fall, es tut auf jeden Fall weh. Okay. Oh, wow, okay. Damit kommen wir auf jeden Fall nicht so schnell. Oh, was? Mein Auto ist aber nur noch die Hälfte. Oh, hui. Wie soll ich diesen Wasserfall schaffen? Wie soll ich das machen?
Oh, wow. Oh, wow. Ich komme unten an wie eine Blechdose. Ich probiere nochmal aus, da lebendig runterzukommen. Jawohl, kleinen Sprungi machen. Dann... Jawohl! Komplett kaputt! Au! Okay, okay, okay. Wir müssen die harten Geschütze aufbauen. Für dieses Level habe ich mir tatsächlich sogar schon vorbereitet. Ich dachte nicht, dass ich dieses Register ziehen werde, aber ich muss es jetzt tun. Wir wechseln ein gegen das BLEJO's Paperboat. Und damit werden wir jetzt unsere Sportwagen ersetzen. Da fährt's. Guck. Was? Oh yeah, du schaffst es, Kleines. Okay, wir schwimmen los. Oh, okay. Es hat auf jeden Fall... Oh Gott, was passiert denn hier mit der Kamera? Jawohl. Wir schwimmen, wir schwimmen. Okay, wir schwimmen unter Wasser. Es nimmt auf jeden Fall den schnellsten Weg nach unten, ne? Es scheint auch irgendwie... Oh, es scheint auf jeden Fall klar zu kommen. Nur meine Kamera scheint irgendwie gerade nicht so klar zu kommen. Okay. Oh, es bleibt im Wasser. Es schwimmt weiter runter. Oh, und wie schnell es runterschwimmt. Wie schnell, wie schnell. Wow, jetzt springt es nochmal. Oh, wir sind sogar eigentlich fast unten. Jawohl. Boom. Oh Gott, die Kamera. Okay. Ja, entspannt. Damit haben wir es geschafft, Leute. Okay, kommen wir zu meiner... letzten Strecke, die ich für heute ausgesucht habe. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie ich die schaffen soll, weil das ist die Turbo-Top-Speed-Strecke. Ich probiere sie mal mit meinem Cerberus hier mal zu fahren. Und mein Cerberus ist in der Lage, sehr schnell zu fahren. Oh Gott. Und uiuiuiuiui. Also, ihr seht auf jeden Fall, das ist so eine absolute Top-Speed-Strecke. Und es wird, glaube ich, wieder so ein kleines Problemchen werden. Aua! Wir versuchen, die Strecke mal langsam runterzukommen. Es ist eine Top-Speed-Strecke, wo ich mir vorgenommen habe, mindestens 300 km/h fahren zu müssen. Ganz vorsichtig, ganz entspannt. Aber jede Schanze sorgt dafür, dass mein Auto sofort kaputt geht. So, kurz hier ausweichen. Und wieder auf 300 beschleunigen. Jawohl, jawohl. Okay, 300 beschleunigen. Okay, wir sind wieder auf 300. Fahren jetzt hier links. Sehr schwer auf 300 zu bleiben. Oh Gott. Okay, okay. Oh ja. Nee, das überlebe ich auf keinen Fall. Das war's. Komplett. Tschüss. Und da ist der Baum. Und da kommt er. Ja, danke schön. Danke, Baum. Ich glaube, wir müssen hier dasselbe machen wie vorhin auch. Wir erhöhen einfach die Schwerkraft auf 60 und gucken mal, wie wir damit klarkommen. Oh ja, es hebt jetzt nämlich nicht mehr so ab. Jetzt können wir hier nämlich auch ein bisschen Vollgas geben. Impact detected. Stopped car. Warum das denn? Mist. Diese Autos sind so schrottig. Das Auto hat so viel Elektronik drin, dass es einfach bemerkt, wenn es einen Fehler hatte. Komm, lass mal hier diesen pinken, heißen Schlitten nehmen. Der kriegt, glaube ich, auch seine 300 km/h hin. Okay. Wir probieren es einfach mit dem mal. Und hoffen mal, dass der auch auf seine 300 kommt. Weil das ist nämlich unsere Richtgeschwindigkeit. Okay, 300. Wir sind drin. Okay. Jetzt vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ganz vorsichtig bleiben. Ah! Oh. Okay, egal. Wir können noch fahren, aber wir brennen am rechten Reifen. Wir fahren hier gerade noch ordentlich runter, Leute. Ich glaube, das ist es. Oh, 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 oh. Die Straße wird einfach hier taktisch. Okay, hier seitlich am Loch vorbeifahren. Oh, nee. Oh, nee, nicht zum Ende hin. Nicht zum Ende hin. Oh, nee. Es lief so gut. Aber ich glaube, wir können es schon schaffen, ne? Mit den 300 km/h unten anzukommen. Dann hier auf dieser mittleren Schiene zu bleiben. Jawollo. Schönes Ding. Dann nach dem Loch müssen wir uns wieder mittig positionieren, wegen diesen zwei Dinger. Nein! Jetzt bin ich auf das Blaue da gerade. Ich bin noch nie aufs Blaue drauf gefahren. Komische Straße überleben. Komische Straße überleben. Und sterben. Genau. Hilf mir. Bitte hilf mir. Mist, 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 Mist. Nein. Oh Gott. Einfach kopfüber fahren. Alter! Yo, wir fahren richtig gut. Wir fahren kopfüber richtig gut. Jetzt nur noch auf den Reifen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, 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 oh. Habe ich gerade gesagt, wir fahren richtig gut. Turbo-Speed aufbauen. Mist! Jawohl. Ich fahre einfach hier seitlich. Ja, seitlich fühle ich mich sicher. Oh, nice. Nee, nee, nee. Seitlich kann ich hier nicht überleben. Hoppa! Oh. Ah! Mann, warum, warum, warum? Impact detected. Warum denn? Warum denn? Impact detected! Da. Driving und Safety Electronics. Empty. So gibt's nicht mehr. Das Auto hat mir die ganze Zeit den Motor ausgemacht, weil es nämlich wenn es nämlich einen Unfall erkannt hat, hat es immer den Motor ausgeschaltet. Aber wir werden hier die ganze Zeit einen Unfall haben. Deswegen habe ich es jetzt ausgeschaltet.
gibt jetzt keine elektronischen Geräte mehr in diesem Auto. Ich fahre das Ding jetzt manuell. Jawohl, das läuft gut. Jetzt hier links lang. Den Motor nicht aus. Jawohl, wir driften. Oh mein Gott, funktioniert der Motor noch? Was passiert hier gerade? Ich... Okay. Jetzt, wo die Elektronik aus ist, schaffe ich es. Es läuft viel besser ohne Elektronik. Links auf diesem Streifen hier bleiben. Komm, hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf, nicht da rein. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich gehe nochmal in Fahrzeugkonfiguration. Und dann gebe ich hier Tires ein. Werde, glaube ich, die Reifen von der Luft ändern auf 12. Und damit habe ich jetzt viel weniger in den Reifen drin. Es wird dafür sorgen, dass ich möglicherweise nicht so schnell drifte. Versuche hier links auch mich einzuordnen. Jetzt schaffe ich auch diesen Abteil hier. Und dann anheben. Ich schaff's nicht! Ich schaff's einfach nicht! Jetzt, warum drifte ich jetzt wieder? Okay. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Bleib links, bleib links, bleib links. Hör auf, da in die Mitte zu fahren! Ich treffe dieses Loch immer! Es wird dafür sorgen, dass ich möglicherweise nicht so schnell drifte. Und dann hier einfach links bleiben, links bleiben, links bleiben. Aber jetzt geht er wieder in diesen Drift-Modus rein, sodass er sich da wieder dreht. Jetzt dreht er sich bis in die Mitte, aber ich lasse jetzt weiter nach rechts ausrollen. Bin jetzt an dem Ding da vorbei. Jetzt an diesem Stein vorbei. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich hier nur noch seitlich an diesen Dingern. Jetzt bin ich bei diesen Dingern hängen geblieben. Da unten ist das Ziel. So, jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Ich muss eigentlich hier ein bisschen abbremsen. So, hier jetzt die Kontrolle halten. Irgendwie wird das Auto hier so schnell. So, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Das Auto fährt, das Auto fährt. So, jetzt fahre ich hier rechts, jetzt fahre ich hier rechts. So, das Auto fährt noch. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Jetzt muss ich hier die Stellung halten, einfach nur in diese Richtung. Kurz ein bisschen gerade bleiben und hier an der Seite bleiben. Jawohl! Jawohl! Ah! Ah! Komm schon, geh der Fahrer runter, berühr den Sand! Berühr den Sand und ich hab's geschafft! Motor hat zu wenig Öl. Und da bin ich! Hier habt ihr's. Mein Auto funktioniert. Ja, okay. Seht ihr das? Hört ihr den Motor? Haha, Leute! Wie oft habe ich das jetzt ausprobieren müssen? Okay, das waren die Todesrampen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut gerne im Shop vorbei. Holt euch Bücher, ein paar T-Shirts und so weiter. Wir sehen uns, Leute. Ciao, ciao!